Ja, hallo Freunde, gute Laune und der beste Zeitung und herzlich willkommen bei wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Video bei F1F24 und das Thema Handling, das beschäftigt uns bis heute immer noch und was sich besonders geändert hat, ist das Bremsverhalten des Fahrzeuges. Es gibt viele Möglichkeiten, das Fahrzeug irgendwie zum Stehen zu bringen, ob es die Bremsbalance ist oder neuerdings auch mithilfe der Motorbremse und das werden wir uns in dieser Folge so gut es geht anschauen, gerade für uns als Casual oder als Hobbyspieler. In diesem Sinne, viel Spaß, wir legen los. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr habt genauso wie ich sämtliche Verhalten ausgeschaltet. Besonders das Anti-Blockiersystem. Das ist dafür zuständig, dass die Vorderräder beim harten Anbremsen nicht blockieren können. Wenn es wie gesagt deaktiviert ist, kann es passieren, dass sie beim Anbremsen blockierende Reifen bekommen. Jetzt ist bei F24 noch ein bisschen was dazugekommen, denn bei normalerweise leichtes Anbremsen und Einlenken blockieren die Reifen bis F1.23 gar nicht. Bei F1.24 hat sich das ein bisschen geändert. Dementsprechend müssen wir ein bisschen unseren Fahrstil anpassen. Und wenn weniger bremsen oder aber auch vorher abbremsen, um halt, sagen wir mal, eine gewisse Geschwindigkeit in die Kurve hineinzurollen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir eigentlich nochmal abbremsen und dann aber noch die Bremse in die Kurve mitverwenden. Wir bremsen hier an. Lenken ein und da blockieren die Reifen schon. Das ist neu bei F1F24. Das ist eine Mischung aus gut, aber auch wiederum schlecht, weil wir uns im Endeffekt jetzt dem Handling anpassen müssen, was uns jetzt hier EA Sports Codemasters, aber auch vielleicht Max Verstappen auferlegt hat. Ihr müsst es euch ein bisschen anpassen. Also wie gesagt, wenn ihr ohne Fahrhilfe unterwegs seid, müsst ihr euer Fahrstil ein wenig ändern. Und wir achten einfach mal darauf, wie das eigentlich so abläuft. Normalerweise ist es beim ABS so, was ausgeschaltet ist. Ihr könnt ganz normal hart in die Bremse gehen, sollt aber sukzessive von der Bremse runtergehen, um halt, sagen wir mal, die Reifen zu entlasten, die Vorderreifen. Der Bremsballons machen wir gleich, aber die Reifen blockieren, wir gucken uns das mal genauer an. Selbst sogar bei so einer Bremskraft, das wirkt auf den ersten Moment hoch, aber das war für mich immer das normale Anbremsen gewesen. Jetzt müsst ihr vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen. Das heißt, ihr müsst mit eurer Steuerung versuchen, vielleicht doch ein bisschen zu tricksen, zu gucken, okay, stelle ich das lineare Bremsen höher oder weniger ein, um vielleicht mein Fahrstil einigermaßen beizubehalten. Mein Tipp ist es halt, bei Zeiten wirklich schon auf die Bremse zu treten und dann nur noch hineinrollen zu lassen. Das ist nicht langsamer, das kann mitunter auch noch schneller sein, sauberer sein. Das braucht aber jede Menge Übung. Was ihr noch machen könnt, ist die Bremsbalance verstellen. Ihr seht es hier, Vorderrad-Bremskraftverteilung. 57% heißt, es geht mehr auf die Vorderreifen. Wenn ihr runtergeht, geht es mehr auf die Hinterreifen. Sagen wir mal, wir gehen jetzt hier mal übertriebenerweise auf 60% und wollen jetzt gleich mal anbremsen. Wir warten ab, unser Bremspunkt kommt gleich und bremsen jetzt ab. Und guck mal, schon beim Anbremsen, ich bremse auch übertrieben hart jetzt, blockieren schon die Vorderreifen, weil viel zu viel Bremskraftverteilung nach vorne gerichtet ist. Das heißt, die Verteilung ist von 100% 60% auf die Vorderräder und nur 40% auf die Hinterräder. Das könnt ihr verstellen, indem ihr halt einfach zum Beispiel runtergeht und sagt, Standard ist so 54, 55, 56, je nach welcher Kurve. Das ändert sich auch. Das seht ihr sehr oft bei den Formel-1-Fahrern, bei den echten, die wirklich pro Kurve, gerade im Qualifying, die Bremsballons jedes Mal verstellen. Ich würde an eurer Stelle so bei 54, 55, maximal 56 bleiben. Was passiert, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach mal hier auf 50% runtergehen? Gucken wir uns jetzt mal an. Wir nehmen jetzt einfach mal die Situation, ihr wollt ganz normal abbremsen, wie immer. Ihr habt euch jetzt nicht darauf eingestellt, die Bremsbalance ist jetzt verstellt, ihr habt euch aber nicht darauf eingestellt und wollt ganz normal abbremsen, wie immer. Das passiert bei 50% Bremskraftverteilung. Ihr bremst an und hinten haben wir einfach zu viel Bremskraft. Die Hinterreifen blockieren schneller als die Vorderreifen und euer Heck haut euch einfach mal ab. Ihr könnt so tatsächlich fahren. Ihr müsst aber auch da wie eurem Fahrstil euer Anbremsen wieder einmal verändern. Wie gesagt, das ist auch von Kurve zu Kurve unterschiedlich. Deswegen sage ich 54, 55, 56. Wenn ihr mehr runterfahrt, merkt ihr, dass ihr sogar sukzessive runtergehen könnt auf 52, 53. Ist teilweise auch sehr angenehm, besonders hinblickend, wenn ihr so ein bisschen auf eure Bremstemperatur, auf euren Reifenverschleiß gucken wollt. Das so viel zur Bremskraft und zur Bremskraftverteilung.
Jetzt gehen wir mal in den sogenannten Setup-Bereich. Und ihr kennt das alle so ein bisschen. Ich bin jemand, der guckt es ganz gerne von anderen ab. Ich gucke in welchen Internetseiten, gucke mir es von E-Sportern ab, versuche es für mich doch ein bisschen abzustimmen. Dazu hat der Marcel Kiefer ein sehr tolles Setup auch gemacht. Wir haben aber jetzt eine neue Einstellung bekommen. Das ist die Motorbremse. Ihr wisst, bei F124 kommt nämlich das RRS wieder, das ihr selber bestimmen und managen könnt. Das war die Jahre davor auch möglich gewesen, aber ab 22, 23 war es nicht mehr der Fall gewesen. Jetzt ist es wieder da und jetzt könnt ihr auch die Motorbremse bestimmen. 100% heißt, dass wenn ihr aufs Gas geht, die Motorbremse so 100% mit eingreift beim Bremsen. Das ist das, wo ihr vielleicht euch gedacht habt, habe ich jetzt Verhalten drin oder nicht, weil ich bremse nicht mehr ab und trotzdem bremst der automatisch ab. Das ist die sogenannte Motorbremse. Mit der 100%igen Motorbremse laden wir am meisten ERS aus. Für diejenigen, die die Jahre F1 gerne mal gespielt haben, die kennen das vielleicht. Bei den Trainingssessions können wir verschiedene Trainingsmodi spielen, zum Beispiel Reifenverschleiß, Benzin sparen. Und da war auch die Methode dabei gewesen, dass man in Kurven hineinrollt. Nicht sofort in die Bremse geht, sondern in Leerlauf fahren lässt. Ich sag mal Leerlauf, also einfach vom Gasball runtergeht und einfach die Motorbremse kommen lässt. Das war bei den Spielen, bei den Teilen vorher, in den 1-2 Jahren automatisch gewesen. Dadurch könnt ihr ERS sammeln, aber auch Benzin sparen und der Reifenverschleiß ist ein bisschen geringer, weil ihr nicht abbremst und die Reibung der Oberfläche nicht so extrem hoch ist. Das könnt ihr jetzt selber einstellen. Auf 100% mehr ERS sparen, wenn ihr halt vom Gas runtergeht. Bei 0% kommt keine Motorbremse. Und das gucken wir uns mal an. Wir werden erst einmal mit der Motorbremse kurz mal fahren, wir werden einmal ausrollen und wir werden einmal an einem gewissen Punkt einfach voll in die Eisen gehen. Und dafür werde ich einfach mal mit euch gemeinsam die Fahrhilfen ausschalten, damit die Reifen bloß nicht blockieren und wir uns ein besseres Bild davon machen können, was wirklich die Motorbremse so bezweckt. So, und dafür bremsen wir jetzt mal gleich bei Start und Ziel, so gut es geht, genau bei der Start- und Ziellinie ab. Da gehen wir jetzt voll gleich in die Eisen und... So, ungefähr, ja, Ende der Tribüne hier beim Rolex-Schild, so Pi mal Daumen. Das alles jetzt quasi ohne Motorbremse. Jetzt stellen wir die mal komplett hoch und bremsen wieder am selbigen Punkt an. Und wir bleiben im 7. Gang. Und abbremsen. Und guckt euch das an, das sind gut 5 bis 10 Meter. Da ist das Rolex-Schild. Wir sehen sogar jetzt mittlerweile die Uhr. Wir haben vorhin bei dem Schild da vorne nämlich gehalten, Richtung Boxenausgang. Also wir waren genau parallel fast zum Rolex-Schild gewesen. Ist natürlich jetzt so Pi mal Daumen, aber ihr merkt, dass diese Motorbremse mitbremst. Das werdet ihr auch sehr oft beim Anbremsen merken oder je nachdem, welches Setup ihr runterladet. Guckt da einfach mal, wie die Motorbremse eingestellt ist. Das ist beim Zeitfahren jetzt in keinster Weise wichtig, die Motorbremse. Die Motorbremse kann mit euch beim Zeitfahren, hier bei diesem Time Trail, nur wichtig sein, wie ihr es gerne mögt. Mögt ihr es ein bisschen später zu bremsen, gerade vielleicht wollt ihr auch weniger bremsen verwenden, sondern einfach nur vom Gas runtergehen. Und das gucken wir uns auch mal an. Da werden wir uns jetzt mal einen gewissen Punkt raussuchen und einfach nur die Motorbremse kommen lassen. Da werden wir natürlich jetzt viel früher vom Gas runtergehen, weil die Motorbremse bremst den Wagen nicht komplett runter. Und wir werden uns beim DRS-Schild hier vorne da einfach mal vom Gas runtergehen und runter. Das mal ein bisschen austrudeln. Einfach austrudeln lassen, versuchen einigermaßen den Wagen gerade zu halten. Geht gut runter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir merken uns vorher mal das 50 Meter Schild, da sind wir bei 77, 76 km/h. Wie gesagt, ganz zum Stehen kommen wir hier nicht. 77, 76 km/h beim 50 Meter Schild. Jetzt gehen wir natürlich mit der Motorbremse wieder komplett runter und testen das gleiche auch nochmal. Das ist immer so ein kleiner Richtwert, genau perfekt, werde ich es jetzt auch nicht schaffen. Wieder beim DRS Schild gleich mal vom Gas runtergegangen. Bereithalten und ich finde jetzt schon erst einen Ticken schneller. 76, 77 km/h. Da sind wir weit drüber. Guck mal jetzt hier und knapp 199 bis 100 km/h. Das ist schon 24, 25 km/h Unterschied. Das ist quasi die Auswirkung der Motorbremse und weswegen ihr manchmal glaubt, der Wagen bremst mit. Was genau schneller ist, müsst ihr für euch selber herausfinden, weil wie gesagt, das Anbremsen verändert sich einfach mal.
Denn passenderweise habe ich ja die Ideallinie an. Ich bin niemand, ich fahre Ideallinie. Wie gesagt, ich bin Casual Player. Ich fahre nicht allzu oft und brauche echt öfters mal die Ideallinie. Und wir bremsen mal genau am gelben, roten Punkt. Genau hier. Gehen voll in die Eisen. Kriegen die Kurve ganz gut ohne Motorbremse. Wie gesagt, ABS ist ausgeschaltet. Das ist einfach nur mal zum Test. Schalten wir die Motorbremse hinzu. Machen uns das mal gleich wieder bereit. Und... ja, viel früher, also wir können auch viel später dementsprechend bremsen mit der Motorbremse. Wie gesagt, ihr müsst immer abwägen. Ich war jetzt hier gerade ohne ABS wegen dem Test unterwegs. Ich bin jetzt voll in die Eisen gegangen. Da ist dann wiederum der Punkt, wo das Ganze, natürlich selbstverständlich dazu kommen kann, dass eure Reifen blockieren. Aber das ist halt, wie gesagt, nur mal so ein kleiner Richtwert, euch aufzuzeigen, was die Motorbremse bewirkt. Und wozu die Motorbremse wirklich genau gut ist, gucken wir uns mal außerhalb des Time Trails an. Wir fahren mal mit der KI eine Trainingssession. Gucken uns mal an, wofür die wirklich gut ist. So, Freunde, da sind wir jetzt im allerersten Training hier auf Bahrain. Wir werden jetzt insgesamt zwei Sachen, beziehungsweise eigentlich vier Sachen testen. Wir werden zum einen jetzt hier das ABS eingeschaltet behalten und mit voller Motorbremse, aber auch ohne Motorbremse fahren. Gucken, wie das reagiert. Kann ja auch sein, dass mit eingeschaltetem ABS wir weniger Bremskraft haben. Resultierend daraus, wir können unsere Batterie nicht so schnell aufladen. Und da werden wir nochmal Runden machen mit ausgeschalteten ABS und natürlich mit voller Motorbremse und ohne Motorbremse und guckt mal, ob da der Unterschied größer ist. Normalerweise müsst ihr ja bei eingeschalteter Motorbremse, also bei hoher Motorbremse, das heißt tatsächlich, wir mehr Energie in die Batterien bekommen. Aber das gucken wir uns mal an. Ich würde sagen, wir legen los. So, 0% haben wir erreicht. Ihr seht ja die kleine Batterie, rot 0%. Wir gehen jetzt gleich auf Start und ziehen mal auf mittlere Einstellung, so wie wir normalerweise fahren würden, weil wir wollen ja nicht zu viel Leistung verlieren. So, Mitte. Jetzt sammeln wir natürlich schon auf den Geraden ein bisschen RS. Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben. Mit Hilfe der Temperaturtafel. Und jetzt bremsen wir immer am allerletzten Punkt, nämlich hier zum Beispiel. Als auch auf der Oberfläche. Ja, und uns fällt schon mal auf, zum Ende der Runde sind wir ungefähr bei 40%, gehe ich mal davon aus. Also ein bisschen haben wir was sammeln können. Oh, doch bei 30%. So, also die Runde mit, ich sag jetzt mal, letzter Rille bremsen bei ungefähr 24, 25, 26%. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt einfach nur hier ausrollen. Gut, wir schalten wieder auf RS-Einsatz Mitte und lassen, wie gesagt, immer ein bisschen ausrollen. Und da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Mit viel Ausräumen bin ich gerade einmal hier bei 18%. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mal hart in die Eisen gehe, waren es doch ein bisschen mehr gewesen am Ende des Tages. So, letzte Kurve. Wir sind ja in der Runde mit 18% gestartet. Jetzt haben wir wieder, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auf letzter Rille gebremst. Und am Ende, ja, 24, 25%. Ein paar Prozent mehr, als wenn wir ausgerollt haben. Das ist natürlich ein bisschen erstaunlich. Ich dachte, durch das Ausrollen ist es ein bisschen angenehmer für die Motorbremse. Ihr könnt einfach wirklich auf letzter Rille bremsen und ihr gewinnt pro Runde ein paar Prozent mehr. Ja, und so gut ihr das natürlich mal ohne Motorbremse. Da bin ich mal gespannt, was das bedeutet, ob wir überhaupt Energie sparen können oder nicht. Wie gesagt, wir fahren mal kurz eine Runde, werden mal komplette Batterie verbrauchen und dann schauen wir, was danach geht. Gut, Batterie ist wieder auf kompletten Null. Was natürlich gewöhnungsbedürftig ist, was wir schon angesprochen haben, ist das spätere bzw. das frühere Abbremsen ohne Motorbremse. Wir gehen jetzt mal hier auf Mittel und auf den Geraden bauen wir natürlich sukzessive Batterie jetzt hier auf. Und das beim Anbremsen. Ah, bisschen weniger auf alle Fälle oder bisschen zu gar nicht. Und erstaunlicherweise ohne Motorbremse. 26, 27%. Why? Okay, das ist sehr erstaunlich. Vielleicht habe ich da irgendeinen Fehler. Ich habe sogar auch noch fehlerhafterweise ohne Motorbremse mein RS ein bisschen zu spät auf Mitte geschaltet. Bei den anderen Einstellungen, also mit Motorbremse, bin ich mit der RS-Einstellung sehr früh auf Mitte runtergegangen. Das heißt, er hatte relativ mehr Zeit auf den Geraden, Energie zu sparen.
Ohne Motorbremse war ich jetzt ungefähr Richtung Start und Ziel schon unterwegs gewesen. Also, wir fassen mal zusammen. Jetzt hier im Bahrain bei ganz normalen Abbremsen immer am letzten Punkt, für meine Warte aus jetzt gesehen, war mit Motorbremse 100% bei ungefähr 25-26%. Das gleiche aber auch ohne Motorbremse. Das ist sehr faszinierend. Das Ausrollen bringt gar nichts. Also Motorbremse immer kommen lassen, dass man der vielleicht was Gutes tut, bringt gar nichts. Das war sogar prozentual ein bisschen weniger. 20-21-22%. So Pi mal Daumen. Ich kann gerne nochmal einen Test machen und das Ganze versuchen zu korrigieren, indem wir jetzt nochmal die Motorbremse zuschalten. Aber irgendwie hat sich jetzt hier nicht viel getan. So, volle Motorbremse. Wir haben 0% und ich schalte mal auf Mitte und dann fahren wir mal eine Runde und gucken mal, wo wir am Ende jetzt hier landen. Gut, wir kommen jetzt Richtung Start und Ziel. Jetzt haben wir ein bisschen was verbrauchen. Okay, jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ja, so 35-36% haben wir jetzt an Energie gespart. So, 0% ist wieder erreicht. Wir gehen jetzt hier auf Mitte. Ohne Motorbremse. Auf den Geraden bauen wir natürlich Energie auf und dann gucken wir mal, wo wir Ende der Runde liegen. Gut, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Nach einer Runde ohne Motorbremse sind wir ungefähr bei 17-18% hier. Das ist ein Hop oder Top, je nachdem, wie ihr wahrscheinlich auch die Bremse verwendet. Ich finde es aktuell ein bisschen undurchsichtig rund um das ERS. Das gucken wir uns aber, wie gesagt, mal in einem separaten Video an. Freunde, das war's gewesen. Wir gehen mal kurz an die Box und drösen einfach mal ein wenig auf. So, es hat sich natürlich jetzt gerade, wenn ihr ohne Pfeife fahrt, einiges geändert. Das ohne Antiblockiersystem einbremsen in die Kurven kann dazu führen, dass ihr schneller mal blockierende Reifen habt. Das müsst ihr versuchen, vielleicht mit den Bremsballons ein bisschen Hand zu haben. Das habe ich euch ja versucht, ein bisschen zu erklären. Nach vorne hin blockieren die Reifen schneller. Nach hinten hin kann es aber passieren, dass die Hinterreifen irgendwann blockieren und ihr euren Wagen verliert. Dann müsst ihr versuchen, das pro Kurve ein bisschen abzustimmen. Ansonsten müsst ihr einfach nur entweder euren Finger oder euren Bremsfuß versuchen, ein bisschen abzustimmen und einfach ein bisschen etwas anders bremsen. Rund um die Motorbremse voll eingeschaltet habt ihr wesentlich mehr Bremskraft, könnt später bremsen und könnt dementsprechend, wenn wir uns das mal so ein bisschen anschneidend angucken wollen, auch mehr RS sammeln. Aber was mir aufgefallen ist, nur dann, wenn ihr auch ABS ausgeschaltet habt, mit Fahrhilfe, habt ihr, sagen wir mal, eine gewisse abgespeckte Variante von Anbremsen. Das ist halt einfach so. Ihr könnt nicht mehr voll hart in die Eisen gehen, weil sonst blockieren eure Reifen. Das Antiblockiersystem will das verhindern. Das heißt, er bremst vielleicht zu dem Zeitpunkt immer nur um 80% ungefähr jetzt. Dadurch verhindert er das Blockieren der Reifen. Dementsprechend kommen vielleicht bis zu 80% auch nur an Rückgewinnung in die Batterie. Was ohne ABS vielleicht bei 100% liegt. Das ist mir persönlich aufgefallen. Da ist halt nicht so ein Riesenunterschied zwischen mit Motorbremse und ohne Motorbremse. Da war der Unterschied auf eine Runde nicht ganz so gravierend. Man muss aber auch dazu sagen, es hat auch je nachdem mit dem Fahrstil zu tun. Gerade eben ohne ABS, ohne Motorbremse. Erste Runde 18%. Zweite Runde war ich bei quasi 1% gewesen. Gerade mal 1% dazugeholt. In der dritten Runde dann auf einmal über 20%. Da war ich aber auch hinter Piastri gewesen. Also da müsst ihr halt immer so ein bisschen gucken. Ich fahre ja wie gesagt ohne ABS. Ich glaube, der Unterschied ohne ABS ist zwischen ausgeschalteter Motorbremse und eingeschalteter Motorbremse wesentlich größer, als wenn ihr das ABS dazu schaltet. Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Versucht euch da so ein bisschen ranzufummeln. Ich habe für mich gemerkt, das Bremsen macht hier wesentlich mehr Spaß, auch wenn ihr blockierende Reifen habt. Und es hat mir am Anfang nicht gefallen. Irgendwie macht es mehr Spaß, besonders deshalb, weil auch die KI sich mal verbremst. Von daher, finde ich, bringt es ein bisschen mehr Spielspaß. Aber dazu kommen wir einfach mal zu einem großen Fazit später einmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüssikowski.